Exzellenz, Allerhöchste, warum habt ihr mich verlassen? Ich war 25, als ich hier auf der Insel eingesetzt wurde. Seit jenem Tag habe ich meine Pflichten auch treu erfüllt, indem ich über die Loyalität eurer Untertanen wachte, die Aktivitäten fremder Besucher aufzeichnete und dabei stolz war auf die Zuverlässigkeit meiner Beobachtungen. Kein Wort der Anerkennung. Keiner meiner Berichte wurde zur Kenntnis genommen. Nur Schweigen. Mr. Pascali erzählte gerade von seiner Mutter. Oh, eines seiner Lieblingsthemen. Anscheinend war sie Akrobatin. Eine Akrobatin? Sie haben mir erzählt, dass sie Klavierlehrerin war. Meine Mutter hatte viele Berufe und nach einer abwechslungsreichen Karriere übte sie den Ältesten aus, wurde Prostituierte. Haben Sie schon über unseren neuen Gast nachgedacht? Den Engländer. Ein typisches Produkt seiner Rasse, meine ich, auf eine Weise naiv und eine Spur selbstgerecht. Ja, er ist... Warum ist er wohl hier? Er hat uns doch gestern Abend erzählt. Er interessiert sich für Ruinen, er schreibt ein Buch. Natürlich. Was hat er hier zu tun? Ein unbegrenzter Aufenthalt? Das allein ist schon verdächtig. Nein, er hat irgendeine andere Absicht. Alton. Der Pascha bemerkt, es ist aus Gold. Gewiss ist es aus Gold. Sie haben ihn gar nicht hier gefunden. Sie sind ein Schwindler. Die Gesetze gegen diese Art von Verhalten sind sehr streng im Reich des Sultans. Ein Wort von mir würde genügen, um Ihr ganzes Spiel zu durchkreuzen und Sie um Ihr Geld zu bringen. 700. Mehr Geld, als ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Geld genug, um diese Insel zu verlassen, nach Konstantinopel zu gehen. Vielleicht sogar das Schicksal meiner Berichte aufzudecken. Taucht aus dem Wasser auf wie Venus. Weißt du, dass er ihnen Gewehre liefert? Weil ich sie bezahlt habe. Sie haben mich benutzt. Wir sollten das lieber vergessen. Was denken Sie? Wir zwei gegen diesen ganzen verdammten Haufen?